Köln am 18. Februar ist Let's Dance in die nächste Runde gestartet. Neu dabei ist in diesem Jahr Zsolt Sándor Csekke. Aber wer ist der Profitänzer eigentlich? In der 15. Staffel von Let's Dance stehen nicht nur 14 neue Kandidaten auf dem Tanzparkett, sondern auch ein neuer Profitänzer schwingt sein Tanzbein, Zsolt Sándor Csekke. Zsolt Sándor Csekke wurde am 13. Januar 1988 in Salota, Rumänien, geboren. Nach seinem Abschluss am Lyceum Salota absolvierte er eine Trainerausbildung, mit dem Tanzsport fing er im Jahr 2002 an. Seit 2006 nimmt Zsolt an Turniertänzen teil und das auch mit Erfolg. 2007 wurde er rumänischer Vizemeister in der Jugend- und Hauptgruppe. Seit 2015 tanzt der Let's Dance Neuzugang mit Malika Tschumev, die auch ein Teil des Profitänzer Ensembles der RTL Tanzshow ist. In Malika hat Zsolt nicht nur eine Tanzpartnerin gefunden, sondern auch eine Lebenspartnerin. Gemeinsam holten sie im Jahr 2018 den Nordeuropameistertitel in den lateinamerikanischen Tänzen. Aktuell sind Zsolt Sándor Csekke und Malika Tschumev norddeutscher Meister der Sonderklasse Latein. Das Tanzpaar gehört zurzeit zu den Top 4 in Deutschland, auch wenn Zsolt 2022 zum ersten Mal als Profitänzer bei Let's Dance teilnimmt, ist er nicht ganz neu in der Welt der Sendung. 2021 war Zsolt Sándor Csekke schon Teil des Ensembles der erfolgreichen Tour. In der 15. Staffel der RTL Tanzshow tanzt er mit der Schauspielerin Janin Ullmann.